In diesem Video wirst du von mir erfahren, welches das höchste Ziel deines Unternehmens sein sollte. Also bleib unbedingt dran. Herzlich willkommen auf diesem Video. Mein Name ist Sebastian Reiners und ich habe schon in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, die ich im Online-Business tätig bin, mehrere Unternehmen aufgebaut, die gut liefen und gut laufen und natürlich auch mehrere Flops aufgebaut, die am Ende gar nichts gebracht haben. Über die ganze Zeit fiel mir bei den ganzen verschiedenen Unternehmen immer wieder ein gewisser Punkt auf, welchen ich als das Wichtigste bei einem Unternehmen betrachte, welches auch das höchste Ziel sein sollte, welches du bei einem Unternehmen beachten solltest, welches du beim Unternehmen einbringen solltest. Es handelt sich hierbei um die sogenannte Unternehmerbrille. Unternehmerbrille, falls du das noch nicht weißt, ist, wenn du sehr, sehr lange an deinem eigenen Business arbeitest, dann wirst du noch einiger Zeit diese Unternehmerbrille tragen und nicht mehr wirklich auf die Usability deines Produktes und deines Unternehmens achten. Die Usability ist die Nützlichkeit deines Unternehmens und deines Produktes. Und nicht umsonst gibt es schon Usability-Tests, welche Probanden einstellen, die quasi dein Produkt und dein Unternehmen einmal testen, um zu checken, ob dein Produkt überhaupt nützlich, also usable ist. Und das ist auch schon der ganze Punkt, also die Unternehmerbrille. Was sollte dementsprechend das höchste Ziel deines Unternehmens sein? Ich werde es dir ganz straight heraus sagen. Das höchste Ziel deines Unternehmens ist, dass du fernweg von der Unternehmerbrille eine Usability hast. Das heißt, das höchste Ziel ist es, dass du deinen Kunden so schnell wie möglich zu seinem Ziel bringst. Es geht nicht im Business darum, wie viele Produkte du verkaufst, wie viel Umsatz du machst, wie viel Geld du verdienst. Nein, es geht lediglich darum, wie vielen Menschen du hilfst. Das heißt, wie viele Menschen du von ihrem derzeitigen Zustand zu ihrem Wunschzustand führst. Und da ist es auch gar nicht so unwichtig, wie schnell diese Resultate erzielt werden. Das höchste Ziel soll es nämlich sein, dass du den Kunden hilfst, ihn zu seinem Wunschzustand bringst und zwar so schnell wie möglich. Das heißt, der Kunde soll so schnell wie möglich erste Erfolgserlebnisse haben können. Weil jemand kauft ein Produkt aus emotionalen Gründen und das bedeutet für dich, wenn du nicht emotional verkaufst, das heißt, den Menschen nicht motivierst, dann wird er sowieso nicht kaufen. Aber wenn er mal kauft, dann kauft er aus Motivation. Das heißt, er kauft emotional, er ist motiviert. Wenn er motiviert ist, will er auch Erfolgserlebnisse sehen. Wenn dein Kunde mit dem Produkt erst nach mehreren Monaten erste Resultate sieht, wird er in der Zwischenzeit bereits unmotiviert und wird aufhören. Dann hast du einen unzufriedenen Kunden, eine schlechte Bewertung, schlechte Mundpropaganda oder vielleicht gar keine Mundpropaganda. Dadurch wird deine Reputation natürlich absolut schlecht. Wenn wir mal als Beispiel nehmen, du hast jetzt ein Fitnessprodukt. Ein gutes Fitnessprodukt liefert dem Kunden bereits nach ein paar Wochen die ersten Erfolgserlebnisse. Wenn du dein Produkt jetzt so aufbaust, dass es erst nach Monaten Erfolge bringt, dann wirst du in der Zwischenzeit sehen, wie der Kunde demotiviert wird und einfach dafür sorgt, dass du eine schlechte Reputation bekommst, weil der Kunde aufhört. Du solltest also nicht versuchen, dass du die Kunden so stark wie möglich an dein Produkt anpasst, so wie du es haben willst. Nein, passe das Produkt an deine Kunden an, an deine Zielgruppe. Versuche das Produkt so aufzubauen, egal wie teuer es ist, egal was es bringt, es soll so schnell wie möglich Erfolgserlebnisse bringen. Wenn diese Erfolgserlebnisse nicht kommen, dann hat dein Produkt keinen Wert. Wenn ich als dein Kunde mehrere Monate hart arbeiten muss, um meine ersten Erfolge zu erzielen, dann werde ich 100% in diesen ersten Monaten mir irgendwann sagen, ich brauche es doch nicht so dringend, ich höre wieder auf und dann denke ich mir, war ein Scheißversuch, das zu machen. Also spiel keine Bauklötzchen und versuche irgendwie einen Quader in ein rundes Loch reinzustecken. Versuche stattdessen einen Quader in ein viereckiges Loch zu stecken, da wo es passt. Du brauchst einfach, ja, im Endeffekt brauchst du einfach den Kunden, der so schnell wie möglich Erfolge erzielt, weil wenn er glücklich ist, bist du glücklich, ihr seid beide glücklich, er wird wahrscheinlich noch mehr Produkte von dir kaufen und wahrscheinlich wird er dich auch weiterempfehlen. Das ist extrem, extrem wichtig. Versuche also nicht irgendwie einfach nur Geld zu verdienen, sondern den Leuten zu helfen. Wenn du das Leben eines anderen Menschen nicht bereicherst, verschwendest du deine Zeit. An dieser Stelle ist das Video auch schon vorbei. Ich hoffe, das Video konnte dir viel weiterhelfen und die Essenz dieses Videos hat dir gefallen und kann dir auf deinem Weg zum Erfolg weiterhelfen. Klick doch jetzt mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung und schau dir an, was ich als kostenloses Geschenk für dich vorbereitet habe. Wir sehen uns dann gleich in einer Sekunde wieder. Ich freue mich auf dich. Dein Sebastian. Ciao.